Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer digitalen Bierführung. Im letzten Video haben wir von der sogenannten Arisierung der Firma gehört und auch den Verbrechen gegen die Familie. Durch einen Rückerstattungsvertrag konnte die Familie ihre Firma wiedererlangen, auch größtenteils leider zerstört. Der finanzielle Verlust und die menschlichen Verluste blieben. Elsis Bier arbeitete mit ihrem neuen Geschäftsführer hart daran, die Firma wieder aufzubauen und konnte sich bis in die 60er Jahre tatsächlich wieder gut auf dem Markt etablieren. Natürlich nicht in der Spitzenreiterrolle, die sie noch 30 Jahre zuvor inne gehabt hatten. Spier knüpfte an die bewährte Mischung aus Gesellschafts- und Beschäftigungsspielen an und blieb auch bei dem reduzierten Sortiment. Natürlich ohne die Propagandaspiele der Zeit. Ein bekannter Klassiker, der eine Neuauflage erfuhr, war zum Beispiel das bekannte Denkfix oder Englisch Tell Me. Seit 1930 im Katalog der Firma war Denkfix eines der beliebtesten Frage- und Antwortspiele für lustige Runden. Auch Hans Porst produzierte es weiter, weil es in der Nazizeit ebenfalls beliebt war. Ganz im Stil der 50er Jahre erhielt das Spiel aber dann die Neugestaltung, die auch heute noch viele kennen werden. Das ganz angestrengt reinblickende Männchen, das fast fieberhaft nach einer schnellen Antwort sucht. Bis zum Verkauf der Firma 1994 blieb Denkfix oder Tell Me im Produktsortiment der Firma. Es gab noch einige beliebte Spiele der Firma Spier, wie zum Beispiel Brick Player in England oder auch das elektronische Quiz Magihara. Aber es war vor allen Dingen ein Spiel, das Spier wieder in den internationalen Markt brachte. Das bis heute erfolgreichste Buchstabenlegespiel aller Zeiten. Scrabble. Scrabble wurde bereits 1933 in Amerika entwickelt. Und es hätte beinahe seine Chance am Markt verpasst. Den Verlegern erschien es zu elitär, zu ernst und zu kompliziert. Erst als 1952 ein New Yorker Kaufhaus auf das nur in sehr kleinen Mengen produzierte Spiel aufmerksam geworden ist, nahm die Erfolgsgeschichte ihren Anfang. 1953 schwappte die Scrabble-Welle dann nach Europa und Richard Spier sicherte sich 1954 die Lizenzen für Großbritannien und Irland. Die Lizenz für Deutschland und andere europäische Länder folgte dann 1958. Und knapp 10 Jahre später produzierte Spier Scrabble für fast die ganze Welt, außer USA, Kanada und Australien. Der Erfolg von Scrabble, wie wir wissen, war umwerfend und anhaltend. Bis 1979 waren weltweit über 40 Millionen Spiele verkauft worden. Und schon 1993 existierte das Spiel in 23 Sprachen. Für die Firma Spier war Scrabble der Motor, der auch Absatzchancen für das andere Sortiment bot und weitere Investitionen in die Firma sicherte. Die 70er Jahre waren noch einmal echte Erfolgsjahre für die Firma. Im Rekordjahr 1977 gingen alleine 6 Millionen Spiers-Spiele über den Ladentisch. In dieser Zeit hatte auch bereits Francis Spier in vierter Generation die Firma übernommen. Und Elsis Spier ging mit 70 Jahren in den Ruhestand und überließ ihrem neuen Geschäftsführer Gerhard Paul das Geschäft. Unter der Regie von Gerhard Paul wurde die Sparte der Familienspiele weiter ausgebaut und neue Impulse bei den Beschäftigungsspielen gesetzt. Im Zuge der Do-it-yourself-Bewegung entstanden zum Beispiel die Nürnberger Basteltüten. Praktische Sets für das Basteln und Werken für zu Hause. Pauls Vorliebe für Denk- und Strategiespiele führte auch zur Zusammenarbeit mit einigen bekannten Spieleautoren, darunter keine geringeren als Alexander Randolph und Rudi Hoffmann. Vielleicht sagen euch diese Namen auf Anhieb nichts, aber es sind die Köpfe hinter Spielen wie Sagerland, Hol's der Geier, Kaffee International. Hier sehen wir zwei Spiele von Alexander Randolph, Stopp und Jago, und zwei Spiele von Rudi Hoffmann, Janus und Momox, alle im Spier Verlag erschienen. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass sich die Nachlässe dieser beiden berühmten Spieleautoren auch in der Sammlung des Deutschen Spielearchivs befinden. Aber das sind zwei Geschichten, die ich euch an anderer Stelle erzählen kann. 1979 feiert Spier dann in Nürnberg sein 100-jähriges Firmenjubiläum auf der Kaiserburg.
Speer wurde als Pionier der Branche geehrt und prominente Gäste und Geschäftsfreunde gratulierten. Ebenso wie das Maskottchen, das hier im Handschlag mit Francis zu sehen ist. Spiritus war die Werbefigur der 70er Jahre und an diesem Abend speziell leibhaftig anwesend. Und mit diesem fröhlichen Jubiläum nähern wir uns auch langsam dem Ende der Firmengeschichte Speer, die wir euch in unserem letzten Video erzählen wollen.